Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Flo. Heute werden wir mal ein bisschen was anderes machen statt Gaming. Und zwar werden wir uns heute die YouTube-Kanäle der 18 Bundesligisten anschauen. Und zwar werden wir darauf achten, welche Kanäle die meisten Abonnenten haben, wer so die meisten Videos hat oder wie viele, halt einfach wie viele Videos man hat, wie lange man dabei ist. Und so der Kanal-Style, heißt, was für Videos man hochlädt, sind das eher Highlights oder Minispiele und so weiter. Ausgenommen ist hier natürlich der offizielle Bundesliga-Kanal auf YouTube mit 1,88 Millionen Abonnenten. Aber auf jeden Fall könnt ihr den auch mal auschecken, der ist extrem cool. Der macht zum Beispiel FIFA-Videos, also jetzt an der aktuellen Bundesliga-Home-Challenge, Highlights und allgemein auch FIFA und auch mit Kooperation mit 442Toons Animationsvideos. So, der kann, also ich habe es jetzt mal sortiert mit dem Kanal mit den wenigsten Abonnenten. Das ist also Platz 18 ist jetzt Paderborn. Wir fangen von unten an. Ja, Paderborn ist jetzt recht neu in der Bundesliga und ist nicht so ein absoluter Top-Club, deshalb haben die auch nicht so viele Abonnenten. Haben aber schon 700 Videos, also knapp 700 Videos so fast. Aber sie bringen auch hauptsächlich Pressekonferenzen und das ist jetzt nur eher so eine Ablage, wo man so Pressekonferenzen nachschauen kann. Aber ich denke jetzt nicht, dass da jetzt jemand unbedingt jedes Video schauen wird. Ich glaube, abgesehen von Paderborn-Fans werden sie hier eher weniger Zuschauer haben. Platz 17 ist der FSV Mainz, was mich ein bisschen überrascht hat, weil die ja eigentlich recht starke Fangemeinschaft haben, würde ich sagen. Und trotzdem haben die nur knapp 10.000 Abonnenten, haben auch ähnlich viele Videos wie Paderborn. Und sie bringen natürlich auch eher so Sachen, die eher für Insider-Fans geeignet sind, so Interviews zwischen Spielern, ist jetzt nicht so für andere Fans geeignet, aber sie bauen sich ja, also ich merke auch beim Kanal, sie versuchen immer mehr in dieses YouTube-Geschäft einzusteigen. So, der SC Freiburg, jetzt ist auch nicht so stark dabei, aber eben Christian Streich ist auch nicht so ein Fan davon, aber trotzdem hat man fast 900 Videos, 13.000 Abonnenten, wenigstens hat man mehr Abonnenten als der FSV Mainz. Auch hier ist der Content eher auf Inside-Fans bezogen, das sind eher so Pressekonferenzen und so einfach, ja. Union Berlin ist auch aufgestiegen, auch ist es jetzt zum ersten Mal in der Bundesliga und für das sind sie eigentlich schon recht weit vorne. Mit ein bisschen mehr haben sie als Freiburg, wie man sieht, 13.700 Abonnenten, Freiburg hat 13.300, also wenn jetzt alle, die das Video sehen oder alle, die jemals ein Video von mir gesehen haben, kurz rübergehen, Freiburg abonnieren, kann ich die Liste gleich wieder verändern. Oder mich abonnieren, wenn ihr wollt. Ja, eben auch hier Union Berlin zeigt man einen Blick hinter die Kulissen. Da arbeitet man auch sehr stark mit den Fans zusammen und man baut hier auch immer mehr etwas auf. Ja, der Fortuna Düsseldorf sind jetzt auch keine unbedingt Top-Mannschaft. Trotzdem haben die auch eine sehr starke Fangemeinschaft. Haben auch schon recht viele Videos mit 1200. Ich sehe mal ein bisschen den Unterschied, wann welcher Club so eingestiegen ist in dieses YouTube-Geschäft. Natürlich auch ziemlich strategisch, wenn man, oder es kommt auch an, wie regelmäßig man hochlädt, aber so ein bisschen erkennt man das. Ist auch ein bisschen strategisch für die Markt, also für den Verein Verbreitung. Aber ja, Düsseldorf, ihr macht auch hauptsächlich Match-Highlights. Das finde ich jetzt ein etwas spannenderes Gebiet als nur Pressekonferenzen auf dem YouTube-Kanal. Doch jeder will anders Erfolg haben auf YouTube. Augsburg ist auch eigentlich recht weit hinten, wahrscheinlich auch, weil sie eher nicht so ein starkes Team sind in der Bundesliga in den letzten paar Jahren. So, aus den 16.000 Abonnenten haben sie auch einige Videos. Ja, aber auch hier ist der Content eher auf Pressekonferenzen bezogen und nicht so inhaltlich mit Insiderblicken und so weiter. Bayer Leverkusen hat mich extrem überrascht, dass sie so weit hinten sind, weil eben die machen auch, oder ich glaube, das ist der erste Club von hinten, die wirklich Minispiele machen. Ich finde Minispiele ist extrem cool, also wenn man jetzt Leverkusen-Fan ist, dann schaut man sehr gerne diese Minispiele mit den einzelnen Spielern, wie man auch recht sieht. Ich habe ja jetzt überall die Anzahl Abonnenten, Anzahl Videos, also den Kanal, Profilbild und so weiter und die Home-Seite vom Kanal eingeblendet. Hier sieht man auch Sven und Lars Bender, glaube ich, wie sie Wer bin ich spielen. Eben diese Minispiele finde ich super, geben super Einblick in das Team und machen eben auch ein paar mehr Abonnenten. Wo mich überrascht auch, Leverkusen hat dafür extrem wenig Videos im Vergleich hier. Augsburg 1400 und Leverkusen, ja, 335. Tut mir leid. Hoffenheim ist auch recht gut dabei.
Ein bisschen mehr als Leverkusen haben sie. Ja, aber das ist schon ein ganzes Stück. Davon haben sie auch einige Videos mehr. Hier zeigen sie Einblicke hinter die Kulissen. Das finde ich ein sehr spannendes Thema und auch gut, dass sie solche Sachen auf YouTube bringen. Der nächste Platz ist RB Leipzig. Hier sieht man auch wieder den absoluten Traditionsverein. Achtung Ironie, mit extrem vielen Videos. Die sind schon ewig dabei und ich hoffe, es schaut gar kein RB Leipzig-Fan zu, weil sonst würde mich wahrscheinlich haten. Und ja, also viele Abonnenten haben sie ja und Einblick hinter die Kulissen. Also extrem coole, so ein bisschen animierte Videos. Also das können sie auf jeden Fall sehr gut. Aber mit Geld kriegt man eben sehr vieles gut hin. Der VfL Wolfsburg ist, glaube ich, der einzige Bundesligist, der wirklich auch mit dem Frauenteam eng zusammenarbeitet. Natürlich auch, weil die Frauen von VfL Wolfsburg wahrscheinlich einer der besten Teams sind. Und haben deshalb auch recht viele Abonnenten. Ja, und machen auch so Minispiele und so ein bisschen Intros. Auf jeden Fall auch sehr guten Content, kann ich auch empfehlen. Hertha BSC hat einige Abonnenten mehr als, und hier sieht man, glaube ich, den ersten großen Schritt von 33.000 bis auf 42.000. Haben einige Abonnenten mehr als Union Berlin. Dafür nicht so viele Videos, noch nicht so lange dabei, doch dafür sehr hochwertige Videos und haben auch viele Einblicke hinter die Kulissen. Jetzt kommen wir schon langsam ein bisschen zu den Top-Teams, sieht man nochmal einen großen Schritt, gerade nochmal 10.000 Abonnenten mehr. Jetzt kommen wirklich die Teams, die wirklich, glaube ich, mit YouTube recht erfolgreich sind. Und die Kanäle, die jetzt noch vorkommen, kann ich auch jedem Fan empfehlen, die mal vorbeizuschauen, auch wenn man nicht ein Fan ist von diesem Fan. Ich schaue auch manchmal bei diesen Clubs vorbei, was noch recht spannend ist. Ja, Borussia Mönchengladbach ist jetzt nicht unbedingt so einer, den ich vorbeischauen würde, okay. Aber Pressekonferenzen und auch so ein bisschen Einblicke sind hier vorhanden. Aber haben nicht so viele Videos, sieht man auch. Da ja, Gladbach wird schon sagen, ein großer Verein, deshalb wahrscheinlich auch die vielen Abonnenten. 1. FC Köln machen auch hauptsächlich so Einblicke und Highlights von ihren Spielen. Also nur so überblicklich, eigentlich jeder Verein macht ein bisschen Highlights in ihrem, auf ihrem Kanal, aber nicht hauptsächlich. Köln macht das sehr viel. Haben auch schon ja, mäßig viele Videos und die Abonnenten sind auch nicht so viel mehr als von Gladbach. Aber es ist schon so 3000 Abonnenten mehr. Ist schon ein verdienter höherer Platz. So, der nächste Verein ist Eintracht Frankfurt. Die haben in den letzten paar Jahren, Monaten, Tagen oder so ziemlich Gas gegeben. Frankfurt startet jetzt sehr stark durch auf ihrem YouTube-Kanal. Bringt immer mehr Videos, auch sehr abwechslungsreich. Sie haben jetzt auch angefangen mit Minispielen und machen dann auch immer Events dazu filmen. Zum Beispiel, wenn man auf der... Okay, eigentlich auch jeder Kanal bringt eigentlich Highlights und was man halt in der Transferpause macht, bringen die Kanäle halt. Und Frankfurt ist sehr variabel und bringt sehr viele verschiedene Videos. Kann ich auch nur empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Natürlich, ich bin auch ein Frankfurt-Fan, also bitte verurteilt mich nicht, weil ich sie abonniert habe. So, Werder Bremen ist einer der... Also ich als Frankfurt-Fan schaue am liebsten den Werder Bremen-Kanal, abgesehen vom Frankfurt-Kanal, weil die bringen wirklich sehr coole Minispiele. Ich glaube, die dieses Video gerade angeklickt haben, ich glaube, die kennen auch diesen Kanal. Der ist echt super. Ich nur empfehle, machen coole Minispiele und auch ab und zu mal Highlights und sehr hochwertig auch. Bei Schalke sehr ähnliche Sachen wie bei Bremen. Haben auch sehr viele Abonnenten, hier sieht man nochmal eine relativ große Lücke, hier zwischen Frankfurt und Bremen ist nochmal eine große Lücke. Hier zwischen Köln ist eher nicht, aber Frankfurt-Bremen ist eine Lücke und ab Schalke hier kommen jetzt wirklich die sehr großen YouTube-Kanäle, würde ich sagen. Schalke hat auch bis jetzt am meisten Videos gemacht, von den Teams, die wir bisher durchgemacht haben. Ja, und ich glaube, man kann auch ein bisschen sehen, welche Teams jetzt noch kommen und dann Schalke ist auf jeden Fall sehr gut dabei, würde ich sagen. Natürlich erwartet man, dass jetzt die Nummer 2, Borussia Dortmund, hier nochmal einer der größten Lücken, danach kommt noch eine bisschen größere Lücke, kleiner Spoiler, 545.000 Abonnenten hat Borussia Dortmund, ist fast das Fünffache vom Stadtrivalen. Anzahl Videos ist man auch ein bisschen weiter vorne, doch ich glaube Dortmund hat schon verdient, weil die machen auch viele Minispiele, ähnlich wie Bremen und Frankfurt. Und bringe auch immer wieder so Intros und Highlights. So, ich glaube die Nummer 1. Man könnte es erwarten, glaube ich, auch hier mit einem relativ großen Abstand. FC Bayern München. Ja, ich glaube, es ist sogar das Doppelte, bisschen mehr als das Doppelte von Borussia Dortmund. Okay, ja, man muss es einfach zugeben, Bayern ist momentan der beste Verein in Deutschland.
auch wenn das momentan in der Saison, also natürlich, jetzt sind sie auch noch erster Platz, aber auch wenn sie ab und zu mal gestruggelt haben, sie sind sicher der beste Verein und das gleiche auch auf YouTube. Man hat auch fast doppelt so viele Videos. Man sieht, Bayern hat einfach eine sehr gute Strategie und nutzt auch Social Media, um den Verein größer zu machen. Auch hier sind Challenges, zum Beispiel, ich glaube, man kann auf jeden Fall mal die Thomas Challenge schauen, heißt die Challenge zwischen Thomas Müller und Mats Hummels. Der ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem ist das noch sehr lustig anzusehen. Und natürlich auch hier Einblicke hinter die Kulissen. Da sieht man auch, dass die Spieler sehr sympathisch sind und so wie auch bei all den anderen Vereinen. So, das war's jetzt. Hier sieht man nochmal alle zusammen. Ich kann nicht nochmal kurz durchgehen. Hier sieht man, also ich habe jetzt keine Nummerierung gemacht, weil eigentlich soll es ja hauptsächlich auf den Sport fokussiert sein, doch trotzdem spielen die YouTube-Kanäle keine große Rolle. Aber ich will trotzdem sagen, dass man hier immer wieder ein bisschen vorbeischauen kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr mehr Videos in solcher Art sehen wollt, so Tabellen, Bundesliga, so abgesehen vom Fußball, lasst mal ein Like da und schreibt einen Kommentar mit neuen Ideen. Bis dahin, ciao!